Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Far Cry 5. Ja, wir befinden uns auf der Karte. Jetzt nicht mehr. Jetzt gehen wir mal... Achso, ja, ich wollte auf der Karte mal markieren, wo wir mal hingehen können. Hier haben wir so ein paar Häuser. Ich würde sagen, dann gehen wir mal hin und gucken mal, was da los ist. Ja, jetzt aber schnell. Alles klar, das ist ein Sektenaußenposten. Den werden wir mal frei hier den Sektenaußenposten. Das machen wir. Ich rücke vor. Erstmal gucken, was hier los ist, wo hier was ist und was hier ist. Doch hier so eine tolle, genau, eine tolle Kamera. Da können wir hier die Personen nämlich alle markieren, die hier in der Gegend sind. Rücke vor. Achtung, böse Jungs. Naja, so viel scheint es nicht zu sein. Okay. Jetzt versuche ich mal hier oben mich von hinten anzuschleichen. Gucken, ob hier hinten noch was ist. Vorne haben wir 4 Stück, dort ist alles im Rahmen. Alles klar, da kommen wir durch. Hier drinnen ist sonst nichts, alles klar. Ich glaube, diese hier werden Facecard folgen. Gut, das sollte doch was werden. Wenn wir jetzt hier rumgehen, den einen da Platten machen, beziehungsweise es versuchen und dann hinten ums Haus auf den anderen gehen. Ich suche mir einen besseren Winkel. Wir werden diese Sünder retten, ob sie wollen oder nicht. Ich würde sie lieber auf der Stelle töten. Kommen wir durchs Haus daran, durchs Fenster? Dass wir ihn durchs Fenster einfach reinziehen. Das fällt doch nicht auf. Hoffe ich. Das könnte was werden. Wenn das Ernten vorbei ist, lassen wir sie vielleicht frei. Klar. Ganz scheiße! Sehr gut. Das war der erste. Dann schauen wir mal jetzt. Jetzt müssten wir den zweiten hier eigentlich so kriegen können. Mir entwischt niemand. Ich frage mich, ob das hier ein Auserwählter oder beruhigt dich und verdammt! Hi. Ich sehe niemanden! Zack! Das war's. Bisschen anders als gedacht, aber okay. Jetzt haben wir eine Ranger-Station. Sehr schön. Geisel befreit. Außenposten befreit. Oh. Was können wir hier jetzt? Ein paar Karten haben wir. Zentraler Funkturm. Ich würde sagen, da gehen wir mal hin. Haben wir hier noch irgendwas Besonderes? Was macht er hier?
Echt jetzt? Vielen Dank. Ja, ja, bitte. Schön wäre noch gewesen, wenn jetzt die Leichen noch hier wären, dass wir ein bisschen Munition mal besorgen könnte von denen. Aber irgendwie, die spawnen die. Leider. So, was haben wir denn hier im Funkturm? Gibt's hier irgendwas? Irgendwas Interessantes? Kommt man da hoch? Nein. Hallo. Eieiei, da sollen wir hoch. Nichts ist schöner als Müll von jemandem zu nehmen und was Nützliches draus zu machen. Genau. Das ist mein Reden. Eieiei. Aha, da kommen wir rüber auf die Insel. Aber da waren wir doch schon. Könnte was zu trinken brauchen, aber selbst das kriegt man heutzutage nicht mehr. Trink doch was. Okay, das heißt, wir werden nochmal dahin gehen. Zu dem Wachturm. Vielleicht finden wir da ja noch was Interessantes. Mal sehen. Lassen wir uns überraschen. Ist ja nicht so weit. Jo, hier ist auch irgendwie alles. Geh doch in Schatten, wenn dir die Sonne zu heiß ist, Mensch. Mann, Mann, Mann. Da ist das Bootshaus, da waren wir schon. Schöne Musik. Mal gucken, ob wir da oben was finden. Gehört. Achso, ich habe einen Ort entdeckt. Alles klar. Ich wusste, ich hätte den Job in Boston annehmen sollen. Huch. Hallo, wie komme ich denn da hier lang? Hallo? Hallo? Ja. Ist ja gar keiner drin. Was ist da denn? Munition. Munition ist immer gut. Haben wir hier noch mehr? Ja, den Anrufbeantworter machen wir gleich. Karten gibt es hier nicht. Hey, Henry. Ich bin hier am Waldrand, da, wo du das Feuer gesehen haben willst. Ich weiß nicht, warum dieser Angeber so dicht über den Baumwipfeln fliegen musste. Aber jetzt fliegt hier sowieso gerade keiner. Diese Rauchwolke ist ziemlich dicht. Aber ich muss mir das mal näher anschauen. Was ich nicht verstehe, was treiben diese ganzen Peggys hier draußen? Es gibt einen ganzen Haufen von ihnen im Wald. Die rufen, als ob sie jemanden suchen würden. Ich weiß nicht, ob sie damit was zu tun haben. Mir kommen sie ziemlich abgeranzt vor und... Heilige Scheiße! Hier ist gerade ein Pickup vorbeigerast. Hinten drauf saßen ganz viele Peggys mit Schrotflinten. Ich werde mal... Ach so Scheiße! Ach so, das ist das, alles klar. Den schnappen wir uns mal. Ein Knüppel ist immer gut. Darf ich hier mal durch? Danke, bitte. Danke. Geh ich halt hier lang. So. Joa, gebracht hat uns das jetzt auch noch nichts. Die Waldforschungsstation, da sollen wir hin. Genau, das war das.
Da machen wir uns jetzt noch ein Bierchen. Ich rücke vor. Kultisten voraus. Unten bleiben. So, was haben wir denn hier? 4 Stück wieder. Na, ein paar mehr haben wir hier noch. So, da werde ich jetzt mal versuchen, ob ich da hinten über das Gebäude da irgendwie rankomme. Da ist noch einer. Aber wir sollten das theoretisch so hinkriegen. Tu doch was. Echt jetzt. Vielen Dank. Den haben wir befreit. Das ist schon mal gut. Den schnappen wir uns jetzt, wenn er hier lang kommt. Das dürfte eigentlich keiner sehen. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Was zum Teufel? Erledigt. Die beiden da oben werden noch ein bisschen problematisch, glaube ich. Ah, der guckt genau zu uns. Dreh dich mal um, Maka. Dreh dich mal um. Na, komm her. Verdammt, jetzt haben sie mich entdeckt. Ein sehr greifbarer Treffer. Geh los, leck mich. Oh, okay. Gute Idee. Vielleicht können wir was davon brauchen. Einmal alles plündern, bitte. Die Forschungsstation ist geräumt. Sehr gut. Ihr habt ihnen den Arsch versohlt und die Peckys kommen sicher nicht so schnell zurück. Und wenn du schon mal da bist, zieh dich um. Ob es noch Überlebende gibt. Den Überlebenden habe ich schon gefunden. Den haben wir. Der hier war, der hatte mich entdeckt. Wo ist denn der? Scheiße, noch eins, Jungspund. Ich bin echt beeindruckt. In dir steckt echt mehr, als ich erwartet hatte. Du könntest die Sache mit dem Widerstand tatsächlich durchziehen. Als nächstes solltest du dich ums Funksignal kümmern. Mein Funkgerät spinnt. Ich kann keinen jenseits der Insel erreichen. Der Funkturm am Südstrand muss was abbekommen haben. Könntest du dich darum kümmern? Ja, ja, da waren wir doch eben erst. Jetzt dürfen wir da wieder hinlaufen. Das Jagen fehlt mir wirklich. Naja, wir laufen mal, wir laufen mal. Bin ich jetzt schon wieder auf der Insel oder was bin ich jetzt? Oh, egal. Einmal rüber schwimmen. Blub, blub, blub. Witzig, dass ich unter Wasser rede. Da oben ist der Funkturm.
Aber in der nächsten Folge gehen wir da zum Funkturm und gucken mal, was wir da machen sollten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.